So, meine Damen und Herren, ich wollte heute einmal zeigen, wie man einen Mittelformat-Rollfilm, in dem Fall einen Fuji Velvia 50, in ein Hasselblatt-Magazin hineinbekommt. Einfach deswegen, weil ich da am Anfang auch so meine Probleme hatte und ich mir dachte, dass es vielleicht ganz informativ und hilfreich sein könnte, wenn man sowas mal Step-by-Step in einem Video sieht. Ihr braucht also ein Mittelformat-Magazin für Hasselblatt, das ist also ein Standard-Magazin, gibt es bei eBay gebraucht, logischerweise mit mehr oder weniger Gebrauchsspuren. Das hier ist schon ziemlich runtergeritten, aber funktioniert immer noch 1A. Das Magazin müsst ihr erstmal öffnen, an der Stelle hier, einmal drehen und dann nehmt ihr den Einsatz heraus. Die Kassette an sich braucht ihr erstmal gar nicht weiter und dann kann man sich hier mit dem Magazin-Einsatz beschäftigen. Das ist jetzt, wie gesagt, auf der einen Seite schon mit einer Spule geladen, also da muss sozusagen eine leere Spule sein. Und auf der rechten Seite, da kommt später unser Film rein. Den Film nehmen wir jetzt erstmal aus der Verpackung. Das kann manchmal ein bisschen knifflig sein, manchmal weniger. So, und wenn ihr den Film so vor euch habt, dann seht ihr schon hier so eine Banderole. Die muss abgemacht werden. Einfach abreißen. Papier. So, und dann seht ihr hier die Filmlasche. Und jetzt ist ganz wichtig, wenn ihr die Rolle einlegt, also diese neue Filmspule einlegt, dann muss die schwarze Seite des Films zu euch schauen, also nach oben schauen, vom Magazin aus gesehen. Ja? Das heißt, wenn das Magazin so vor euch liegt, hier der Verschluss, dann muss die Rolle so da rein und dann klappt ihr einfach wieder dieses Ding runter und dann hängt ihr erstmal fest. Und dann, wie gesagt, die schwarze Seite des Films zeigt zu euch. Solltet ihr die Filmspule andersrum einlegen, so dass die weiße Seite, also diese, zu euch zeigt, wenn ihr die so haltet, dann habt ihr was falsch gemacht und wenn ihr weitermacht, dann werdet ihr nichts anderes belichten als die weiße Papierseite und nicht den Film später. Also darauf achten, schwarze Seite sichtbar. So, um euch zu helfen, könnt ihr diesen Verschluss nochmal drehen, denn dadurch passiert etwas, was ich euch gleich auf der anderen Seite zeigen kann. Ihr dreht also einmal um diese erste Abrollrolle rum, ja, und fädelt das Ganze unter diese Filmlasche. Ihr seht hier oben so ein Metallding. Ja, das hält später den Film sozusagen in der Filmebene fest. Den Film unten durchführen, auf der anderen Seite um die Rolle wieder rum und dann von hinten in die leere Filmspule einfädeln. So, ich hoffe, man sieht das jetzt auch gut. Da ist so ein Schlitz und in den Schlitz muss dieser Film rein. Ja. So, das Ganze festziehen, dazu eignet sich, wie gesagt, dieses Rädchen hier oben. Wenn ihr es soweit geschafft habt, seid ihr schon mal gut. Dann drehen wir das Ganze, diesen Verschluss unten, wieder fest. Und ihr seht, da oben bewegt sich jetzt diese Metallführung. Das macht es einfach beim Einführen ein bisschen einfacher und ja, man kann dadurch besser arbeiten. Gut, dann legt ihr das Magazin wieder so hin, wie vorher auch. Und dreht im Wesentlichen den Film durch. Schön darauf achten, dass keine Hakler drin sind, dass auch wirklich die Spannung hier gut ist. Und dann seht ihr, wie auf der Filmrolle hier dieser Doppelpfeil auftaucht. Da steht jetzt noch sinnigerweise Start dran. Dieser Startpfeil sozusagen, der muss mit dem roten Pfeil hier oben auf der Spule in Deckung sein. Das heißt, wir drehen jetzt mal weiter, bis das der Fall ist. So, plus, minus. Schön schauen, dass alles festgespannt ist. Nur mal kurz durchgucken, ob irgendwelche Fehler dran sind. Alles wunderbar. So, und dann kommt dieser komplette Magazineinsatz wieder in die Kassette rein. Schnappt ein, Verschluss drehen, zumachen, fertig. Erstmal. So, und jetzt gucken wir uns hier mal die Seite des Magazins an. Die Seite des Magazins besitzt eine Kurbel, die man ausklappen kann und gleichzeitig zwei Fenster. Da ist derzeit eine 0 und ja, das Bereitschaftsfenster ist schwarz und wir drehen diese Kurbel jetzt im Uhrzeigersinn, wenn man drauf schaut und ihr seht, die 0 verschwindet, es kommt erstmal schwarz, wir drehen noch ein bisschen weiter und weiter und irgendwann, nach mehr oder weniger langer Zeit, kommt hier eine 1, das Magazin schnappt kurz. Zeigt dann das Bereitschaftsfenster weiß, also das Magazin ist bereit für die erste Aufnahme. Und damit war es eigentlich. Kurbel einklappen und das Magazin ist bereit für die erste Aufnahme. Ja, eigentlich relativ einfach, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, aber gerade am Anfang tut man sich doch ein bisschen schwer. Okay, ich hoffe, das war soweit informativ und ja, bis zum nächsten Mal.